Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich wollte eigentlich schon früher im Laufe des Tages anfangen zu vloggen. Es ist jetzt schon 12. Ich habe mich irgendwie in meinem Arbeitswahn verloren. Ich wollte eigentlich vor einer Stunde aufhören, weil ich auf die Post muss und einkaufen. Gut, mache ich das jetzt. Bin sehr gespannt, wie es draußen ist. Ich hatte vorhin schon mal den Balkon offen, weil ich eigentlich ein bisschen durchlüften wollte. Aber draußen die Luft könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn ihr im Zoo ins Tropenhaus geht. So wie die Luft im Tropenhaus ist, so ist die heute bei uns. Es ist richtig, richtig ekelhaft. Und drin ist halt eine ähnliche Luft, nicht ganz so krass, aber du kriegst halt keine Bewegung rein. Ich hatte vorhin, während ich gearbeitet habe, die ganze Zeit den Ventilator laufen, da ging's. Also ich bin sehr gespannt, wie das jetzt draußen ist. Ich bin auch froh, dass, naja, beim Einkaufen ist sowieso klimatisiert. Ich hoffe, ich muss nicht so lange bei der Post anstehen. Wobei mir gerade einfällt, wie lange hat die Post jetzt noch auf? Eine halbe Stunde? Eine Stunde? Dann machen die, glaube ich, kurz zu. Also muss ich das jetzt schnell als erstes erledigen. Genau. Also würde ich sagen, erstmal gehen wir jetzt da raus. Oh Gott, war das eklig. Ist das ekelhaft, ekelhaft warm. Kriege direkt Kopfschmerzen. Oh, war das heiß. Oh, nee. Ich möchte mich nicht übers Wetter beschweren. Ich mag es, wenn es warm ist. Aber diese schwüle, drückende Hitze macht mich fertig. Und weil ich gerade sagte, dass ich von der Hitze auch gerne mal Kopfschmerzen kriege, gegen, beziehungsweise für, nee, gegen meine Kopfschmerzen, benutze ich jetzt immer von doTERRA diesen Roll-On Past Tense. Der riecht zwar sehr intensiv, aber der hilft wirklich sehr, 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 sehr gut und ich kann mir die Schmerztablette sparen. Also von dem bin ich wirklich sehr begeistert und das trage ich mir jetzt einfach, also meine Kopfschmerzen kommen von meinem Nacken und dort trage ich mir das jetzt einfach auf. Ich gehe aber übrigens zum Glück morgen früh auch wieder, morgen früh, nein, morgen Abend, 20 Uhr, zur Massage. Ich habe jetzt so eine mobile Masseurin und da versuche ich so alle zwei Wochen, wenn es geht, halt hinzugehen oder beziehungsweise sie kommt auch her. Das steht morgen nochmal an. Da habe ich dann aber tatsächlich, halt, sie massiert da gerade auch den oberen Bereich wegen meinen Kopfschmerzen, tagelang wie so eine Art Muskelkater. Und ich hoffe, wenn wir das dann irgendwann in ein paar Monaten gelöst haben, können wir dann mit dem unteren Rücken weitermachen, weil da gibt es auch eine Baustelle. Das, was da so brutzelt, das ist mein Mittagessen. Ich koche nämlich gerade Mittagessen. Und heute Abend kommt eine Freundin von mir vorbei. Na, die kenne ich noch aus Schulzeiten, also seit 2007, also seit 12 Jahren, krass. Und sie bringt den Nachtisch mit und ich habe mich ums Hauptmenü gekümmert und deswegen war ich auch gerade einkaufen. Und wir machen aus dem Thermomix Hack in Tomaten-Sahnesoße mit frischen Nudeln und Basilikum und so. Freue ich mich schon sehr drauf. Das wird bestimmt die yummy, 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 yummy. Und das springt, glaube ich, noch Mittagessen morgen für mich bei raus. Als ich vorhin vom Einkaufen waff kam, habe ich auch meine Post mit hochgebracht. Und da war unter anderem das hier mit drin. Und zwar ein ganz, ganz tolles Buch. Das hier ist von Claudia Gogolin, Lana Minzeblatt, die kleine Zottelelfe aus dem Kräutergarten. Bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf, das zu lesen. Und hier übrigens ein Mitmachbuch der besonderen Art. Das stelle ich euch aber definitiv nochmal in einem separaten Video vor. Aber ich wollte nochmal mit euch zusammen gucken, was noch so alles Schönes mit dabei war. Werbung für ein anderes Buch als Postkarte. Was haben wir hier? Eingeweihte wissen, wie dieser Drink heißt. Der rote Lurch. Okay. Das hier nochmal von der Kuh. Bestimmt ein Lesezeichen. Oh, wie süß. Oh. Hey du, endlich ist es soweit. Vielen Dank für deine Geduld. Ich wünsche dir viel Spaß mit Lanas Abenteuer. Hoffentlich gefällt es dir. Liebe Grüße, Claudia. Oh, die Karte ist süß. Die hebe ich auf. Was haben wir noch?
Zentrum der Elfenforschung, betreten strengstens verboten. Hier so ein Türschild. So cool. Ich liebe sowas. Hier noch so ein Lesezeichen. Elfenpower. Schön. Hier nochmal von der Kuh. Ist auch nochmal Werbung für was anderes. Pass auf. Oh, hier ist noch was drin. Oh, den Umschlag muss ich gleich noch aufmachen. Und hier, das ist übrigens die Autorin. Die liebe Claudia. Was habe ich denn da auf dem Nagel? Die liebe Claudia. In dem Umschlag war das hier drin. Guck mal, das ist noch ein Lesezeichen. Und das duftet. Ich glaube nämlich auch, dass das Buch auch duften sollte. Dass das einen Duft haben sollte und dass das leider mit der Druckerei nicht geklappt hatte. Und jetzt habe ich hier so ein duftendes Lesezeichen. Och, wie cool. Och, wie schön. Wenn du das siehst, bitte schreib mir mal, wie du das, also ob du das selber gemacht hast und wenn ja, wie. Denn wenn du das selber gemacht hast, wäre das was super, super Schönes für die Kinder in meinem Leseclub, mit denen ich übrigens auch das Buch lesen möchte. Und da wäre das mega, wenn ich das mit denen nachmachen könnte. Oh, schön. So, meine Freundin kommt jetzt in ungefähr einer Stunde. Ich bin ja so ein Mensch. Ich putze dann vorher nochmal. Also immerhin so ein bisschen. Jetzt nicht so übertrieben krass die ganze Bude. Aber ich putze dann halt schon mal nochmal ein bisschen. Oh, ich glänze so sehr. Und das mache ich jetzt. Oh Gott. Und das mache ich jetzt. Ich putze jetzt noch ein bisschen. Und sie hat gerade unseren Nachtisch gepostet. Oh. Ich werde mich heute so voll fressen. Das wird so, so lecker schmecken. Erdbeeren, Schokolade. Mm. Nach dem Putzen, ich habe so geschwitzt, musste ich unbedingt erstmal duschen gehen. Und da habe ich übrigens was Neues. Achtung, das ist jetzt Werbung. Aber wer sich für Naturkosmetik interessiert, für den könnte das jetzt ganz interessant sein. Also ich benutze hier gerade von der Marke Biotom Naturkosmetik, das Duschgel Zitrone verwöhnt die Sinne Tag für Tag und das ist wirklich so. Also es ist ja auch so, ich benutze ätherische Öle zum Beispiel auch gerne mal in der Dusche oder beim Duschen und das hier ist auch so, 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 so gut. Das riecht so gut. Ne? Zitrone ist ja auch was Belebendes, was einfach die Sinne auch wieder wach macht. Hier steht es auch, ne? Belebendes Duscherlebnis. Mit Bio-Mandelmilch. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr toll. Ich durfte noch ein paar andere Sachen von der Marke Bioturm nutzen. Die zeige ich euch jetzt auch mal noch. Also ich hatte hier mit meinem Paket noch so allerhand Pröbchen mitgeschickt bekommen. Und ihr seht, ich habe die auch wirklich alle probiert. Also das Shampoo. Die großen Flaschen sind übrigens genauso in diesem Stil der Verpackung. Also ich bin so ein Verpackungsopfer, ne? Das ist halt schon mega geil. Und es hat sehr, sehr gut gerochen und es war für meine Haare wirklich sehr, sehr gut. Also von dem bin ich echt sehr begeistert. Hier die Hydrolotion für trockene Haut fand ich echt gut, weil ich tatsächlich, also ich habe eine Mischhaut, aber an einigen Stellen ist die dann schon immer sehr, sehr trocken. Das war echt gut. Was hatten wir hier noch? Ein Intimwaschgel. Ja, benutze ich sonst normalerweise nicht so. Also ich habe Wasser. Ich bin der Typ Wasser. Die Reinigungsmilch, die war auch schön. Und das hier war ganz, ganz toll. Hier die Gesichtscreme, weil ich habe ganz, ganz oft das dann abends, auch wenn es jetzt so heiß ist oder man ne, die Gesichtshaut der Sonne halt stark ausgesetzt ist, dass man dann so dieses Spannungsgefühl hat und ich hasse das wie die Pest. Und da hat das hier tatsächlich auch sehr, sehr gut getan. Ich verlinke euch hier Biotom einfach mal unten in der Infobox. Wen das Thema so interessiert und wer da einfach mal so gucken möchte, der kann da gerne ein bisschen stöbern. So, und auf mich wartet ja jetzt ganz wundervolles Essen. Ich mache Fotos vom Essen und blende die euch jetzt hier einfach am Ende des Videos mal ein. Ich hoffe, der Vlog hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!